following video is not made by any professionals, so don't try that at home. Try it somewhere else. TV. Herzlich willkommen, meine werten Damen und Herren, zu Was tun, wenn TV? Der Sendung, die sich um die Zukunft kümmert. Heute mit folgendem Thema. Was tun, wenn ich mit der Schule durch bin? Du bist durch mit der Schule, hast dich nicht gerade blöde angestellt und hast jetzt keinen Plan, wie es weitergehen soll? Nun, wenn du grundsätzlich auf eine Menge Chaos stehst, prinzipiell nichts davon hältst, endlich vernünftiges Geld zu verdienen, dich mit undankbaren Nebenjobs über Wasser halten willst und einen geregelten Tag- und Nachtrhythmus sowieso für gänzlich überflüssig hältst, dann nichts wie los. Ab zur Uni und studieren. Wie in jeder größeren öffentlichen Einrichtung erwarten euch auch hier die unterschiedlichsten Typen und Charaktere. Und um euch wenigstens etwas darauf vorzubereiten, werden wir euch nun einige davon vorstellen. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Als ersten Gast, der uns etwas zum Thema Studieren erzählen kann, begrüße ich meinen Gast, Herrn Max Roffel. Guten Tag, Herr Roffel. Ja, hallo. Moment, woher kennen Sie meinen richtigen Namen? Nun, Sie haben doch sicherlich ein Google-Konto. Ja. LOL. XD. Na und? LOL XD. Roffel LOL. Damit kenne ich Sie. Ihre Eltern, Ihre Sozialversicherungsnummer, Ihre Kreditkartenabrechnung und oh Herr, ich sehe, Sie kaufen doch öfter mal eine Kleinigkeit bei dem. Ja, schön. Ja, der nächste Kandidat bitte. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie nun mit mir ganz herzlich die Elite unseres Landes in Form des Medizinstudenten Herrn Pes Simplex. Herr Simplex, Sie sind Medizinstudent im 6. Semester. Ich mache Menschen länger lebendig. Ich bin wie Gott. Ja. Ich hörte, Sie sind Jahrgangsbester und schreiben nach nur 3 Jahren bereits an Ihrer Doktorarbeit in Chirurgie und innerer Medizin. Wie ist das möglich, Herr Simplex? Ich kann machen, dass du nie wieder schlafen musst. Nie mehr. Nie mehr. Okay, das erklärt einiges. Der nächste. Oh mein. Meine Damen und Herren, heißen wir nun ganz herzlich Herrn Theodor Heiner Cabanis willkommen. Er ist Ökologiestudent im 19. Semester. Das sind 9,5 Jahre. Ich grüße Sie, Herr Cabanis. Ey. Ich hab's voll viel gerne, wenn man mich mit meinen Initialen anhaut, Digga. Also folglich Herr THC. Wow, wie einfallsreich. Sie sind also Ökologiestudent. Ja, ich? Ja. Geil. Deine Augen haben voll die krasse Farben. Die sind dunkelbraun. Don't be hating, Alter. Nächster Kandidat, bitte. Meine Damen und Herren, unser nächster Interviewpartner studiert Heimatkunde, deutsche Geschichte und Deutsch auf Lehramt. Herr Jonah Ziebit, ich grüße Sie. Herr Ziebit, warum möchten Sie Lehrer werden? Ich möchte mir einen Menschen nach meinem Bilde formen. Alter, nee, ich hab heute keinen Bock mehr. Komm, es reicht, pack die Kamera ein, wir gehen nach Hause. Verdammte nochmal. Ach und Herr Ziebit. Ja, bitte. So, das wollte ich nur noch mal loswerden. Ihr wollt mehr Was tun, wenn TV? Oder habt selbst eine Idee für eine tolle neue Folge? Kein Problem, schickt mir eure Ideen per PN und abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir sind YouTube. Du bist YouTube.